So, Mann, Leute, wir wollen weg, egal. Neues Visum Start, würde ich mal sagen. Und wir fahren jetzt zu meiner Freundin. Aber darum geht es heute gar nicht, sondern es geht darum, dass ich ein Video heute mache über 5 Gründe, ein Quad zu kaufen. Und das habe ich mit dem guten Prevost Slutz zusammen gemacht. Oder Slutz, keine Ahnung, ich nenne ihn einfach Slutty. Ich kann seinen Namen nicht aussprechen, ja, tut mir echt leid. Und zwar, er macht auf seinem Kanal ein Video über 5 Gründe, ein Motorrad zu kaufen. Und da stechen wir uns sozusagen gegenseitig aus. Deswegen, ich werde auch jetzt nochmal ansprechen und nochmal am Ende und dann auch verlinken und so und auch nochmal in der Videobeschreibung, dass ihr dann auch sein Video anguckt, nachdem dann natürlich meins angeguckt wurde, ne? Und zwar fangen wir mal so mit dem ersten Grund an, ja? Ich glaube, so das ist so eins der Gründe, die kennen viele. Man kann einen Quad einfach direkt mit dem Autoführerschein fahren. Ganz ehrlich, jeder macht in seinem Leben den Autoführerschein, behaupte ich jetzt mal. Oder sehr, sehr, sehr viele machen den Autoführerschein. Und dann ist es doch nett, wenn man nebenbei auch gleich den Quadführerschein hat. Also was heißt Quadführerschein? Dass man nebenbei gleich Quad fahren darf. Und das finde ich jetzt so ein richtig angenehmer Punkt. Wenn du kannst, das ist das Schöne, du kannst direkt so viel PS, Kubik oder sonst was, wie viel du willst, interessiert kein Schwein. Weißt du, beim Motorrad gibt es immer so Sonderregelungen. Beim Motorrad gibt es immer Sonderregelungen, dass man dann immer noch 1000 Führerscheine machen muss, um am Ende offen zu fahren. Beim Quad interessiert es kein Schwein. Du kannst als Einsteiger Quad 3000 PS nehmen oder nur 3 PS. Es ist Wurst. So, der zweite Punkt, ja. Der zweite Punkt ist für mich die Alltagstauglichkeit. Gerade so in Bezug darauf, für Leute, die vielleicht nur ein Quad fahren und dann gar kein Auto, die können mit dem Ding das ganze Jahr über fahren. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, kannst du mit dem Motorrad auch. Natürlich, aber mit einer Motorradfahren ist bei schlechten Temperaturen mit einer gewissen Vorsicht zu genießen. Und beim Quad kannst du echt sagen, gut, es ist nass, es regnet oder es ist Winter. Scheißegal, dann gehe ich halt in Drift. Ne? Das interessiert einen sozusagen herzlich wenig. Und beim Motorrad muss man dann doch mal ein bisschen die Äuglein aufhaben, dass man sich da nicht langlegt. Als dritten Punkt habe ich mir so überlegt, vom Spaßfaktor jetzt mal einfach. Ja, mit dem Quad kannst du, man denkt es auch nicht, man kann auch mit dem Quad Kurven ballern, man kann mit dem Quad richtig geil in die Kurven reindriften, ja, man fühlt sich dann wie so ein kleiner König. Und wenn man mal keinen Bock auf Straße hat, machst du Stollenreifen drauf und ballerst mit den Dingern ins Gelände. Ja? Und das ist einfach total geil. Du kannst die Teile so treten. Also fast alle Quads. Ne? Bei mir müsst ihr natürlich Reifen ändern und vielleicht auch das vielleicht ein bisschen höher stellen vom Fahrwerk. Aber sonst an sich kann ich das Ding sofort ins Gelände dann treten und meinen Spaß damit haben. Und ich finde das halt geil, weil du hast immer so ein gewiss, hast so eine gewisse gewisse Mischung von Gelände und auch Straße. Und ich glaube, jeder kann mir so, kann zustimmen, so als Quadfahrer, dass Driften schon ganz geil ist oder mal so ein bisschen auf zwei Rädern. Das sieht einfach noch irgendwie ein bisschen krasser aus, wenn man das halt nicht so oft sieht, ja. So als Punkt Nummer 4, und das ist auch ein Punkt, wo ich glaube, ich viele dann doch wechseln, weil das, man ist ja gerne so ein bisschen so wie so ein Buster, ja. Man verändert ja doch gerne was an der Optik oder vielleicht an sich am Fahrzeug. Und das Besondere am Quad ist, das kann man schon fast wie eine Grauzone nennen. Keiner hat Ahnung, wie es sein soll, ja. Du kannst an einem Quad einfach so verdammt viel verändern, ohne dass du Schiss haben musst, irgendwelche ganz tausend Papiere dabei zu haben oder sonstigen Blödsinn. Du kannst einfach nach Lust und Laune verändern. Es gibt natürlich immer gewisse Punkte, da muss man dann doch eine ABE dafür haben, wenn du zum Beispiel jetzt den Endtop änderst, ja. Oder wenn du die Felgen änderst, also die Reifen.
Aber sonst kannst du halt so viel am Quad selbst machen, ohne dass du da irgendwas eintragen musst oder irgendwie mit den Nummern aufpassen musst. Das ist scheißegal, es interessiert einfach keinen. Denn Quad kann sozusagen eine bunte Mischung aus deinen Vorlieben sein. Und das ist schon echt extrem geil, weil gerade ich glaube, dass jeder Motorradfahrer weiß, also ganz ehrlich, jeder weiß, also wie schwer es ist, nicht für mal wenig Geld Veränderungen am Motorrad vorzunehmen, dass alles am Ende auch eingetragen bleibt und auch alles legitim ist, ja. Und beim Quad, das ist so simpel einfach. Es ist einfach mega simpel. Die Fahrzeuge haben unter sich, kannst du einfach dieselben Sachen auch austauschen, ja. Zum Beispiel, das wurde mir erzählt von Basti, der hat ja erzählt, dass ich bei mir einfach die Federn von einer Suzuki nehmen kann, obwohl ich eine Tridon fahre, oder die Hinterachse ist genau dieselbe, und das ist total geil, gerade wenn du so irgendwas brauchst und du suchst billige Teile, aber du willst halt, dass das auch noch alles erlaubt ist, dann kannst du einfach sagen, hey, ich wechsle einfach mal kurz, und es interessiert kein Schwein, was du da verändert hast, weil ist ja alles richtig. Und klar, die haben da natürlich auch nicht so den Plan, muss man auch sagen, die TÜV-Prüfer sind gerade so in Sachen Quad noch nicht so die hellsten, aber das ist halt alles geil irgendwie, das ist für mich so ein richtig geiler Punkt. Und als Punkt Nummer 5 habe ich eher, ich will einen relativ, sag ich mal, schwachen Punkt vielleicht für den einen oder anderen, aber für mich ist das doch ein sehr ausschlaggebender Punkt trotzdem. Ich liebe es, mit einem Fahrzeug durch die Gegend zu fahren, was du nicht jeden Tag siehst. Also einfach so, wie mit meinem Auto. Ja, mein Auto, das habe ich noch nicht ein einziges Mal gesehen, dass es so aussah wie meins. Und das ist geil. Ja, ich bin nicht so der Typ, der gerne, wie zum Beispiel jetzt ein Golf oder ein 3er BMW fährt, den einfach jeder hat. Das heißt, du könntest dich eigentlich alle 3 Sekunden grüßen. Und das finde ich halt immer schade, wenn man so ein Fahrzeug hat, was einfach so jeder fährt, ja. Ich wollte gerade sagen, jeder Arsch, aber das ist ja auch gemein. Nein, was einfach jeder fährt. Und ein Quad ist einfach ein übelster Hingucker, ganz ehrlich. Dieses neongrün leuchtende Ding, da gucken dich die Leute an. Das ist total, am Anfang nicht so, ja, was ist los mit dir, habe ich was falsch gemacht? Und am Ende denkst du, ah, da macht schon Spaß. Dann rotzt das Teil noch mit dem Auspuff noch Fehlzündungen, das ist übel. Allgemein sind halt einfach Fahrzeuge, die nicht oft auf der Straße vertreten sind, die totalen Hingucker. Und ich finde, das macht einfach Bock am Fahren, wenn die Leute gucken, hey, nachfragen, was ist das denn? Krass, wie viel PS und so. Wenn die einfach total neugierig sind, weil sie nicht wissen, was da auf der Straße fährt, weißt du? Und das finde ich ist schon total geil. Das freut mich auch immer, wenn die so an der Kreuzung sitzen, die gucken die Leute und die feiern es einfach total. Da feierst du dich selber auch. Das ist mega witzig. Das kann man so vergleichen, wie als wenn ein Buggy dir entgegenkommt. Das ist auch wieder was ganz Besonderes. Das siehst du fast nie auf der Straße. Und beim Motorrad ist halt so, ist klar, es gibt so die Modelle, die 1, 2 Modelle, die sind extreme Hingucker. Aber sonst halt immer so, ja, oh, ein Motorradfahrer, okay. Ja, eine ganz schöne Maschine, ja. Aber es ist halt nicht so dieses, boah, krass, Mann, da guck ihn dir an oder so. Das fehlt einfach irgendwie. Und das hast du beim Quad auf jeden Fall sicher. Die Aufmerksamkeit. Außer natürlich, du willst keine. Aber es ist natürlich immer Geschmackssache. Jetzt mal kurz, ich weiß, wir haben 5 Punkte, aber dadurch, dass mein 5. Punkt minimal schwach war, also ich finde nicht, aber für manche vielleicht, sage ich noch als 6. Punkt, ein Quad ist ein wunderbares Nutzfahrzeug. Ja? Oder gerade ein ADV oder alles mit LOF-Zulassung. Du hast eine Anhängerkupplung, das Ding kannst du echt nutzen für Tätigkeiten, wofür du kein Motorrad nutzen kannst. Und dann haben die Teile auch richtig Zug, also das ist, damit kannst du echt was anfangen. Und ich kenn ein paar, die nutzen das Fahrzeug selbst auch richtig im Wald und ziehen dann mit ihren Anhängern oder sonst was durch die Gegend. Das ist schon ganz geil. Aber das ist jetzt nur so am Rande, weil ich würde sagen, das sind erstmal meine Punkte, die ich in den Raum geschmissen habe. Es gibt natürlich noch ganz viele, natürlich, ne? Aber das sind so für mich so die 4-5 Punkte, oder 5,5 sagen wir mal, die so mir in den Kopf rumgeschwirrt sind. Und deswegen würde ich sagen, ihr könnt ja mal eure Meinung dazu schreiben. Was sind so eure Punkte, die euch sozusagen überzeugen, Quad zu fahren? Ja, was sind so eure Punkte, die den Vorteil ausmachen?
Und nicht vergessen, denn der Slatty, der hat ja auch ein Video hochgeladen, ja. Da geht es nämlich um 5 Gründe, um ein Motorrad, also warum man ein Motorrad fahren sollte oder kaufen sollte, keine Ahnung. Ich glaube fahren, ne? Oder kaufen? Ich weiß nicht, wie wir es nennen. Muss ich ihn auch nochmal fragen, wie ich meinen Titel nennen soll, damit unsere ein bisschen gleich sind. Und da bin ich gucke es mir selber auch an, da bin ich auch gespannt, was er für Punkte auflisten wird. Und ihr müsst unbedingt da vorbeischauen. Ich werde jetzt hier oben im Video irgendwo ganz offensichtlich verlinken, dass ihr mal auf seinem Kanal vorbeischaut. Und dass ihr mal auf seinem Kanal vorbeischaut und euch dieses Video gönnt. Und dann könnt ihr dort ja auch nochmal eure Meinung dazu hinschreiben. Deswegen, das war's mit dem Video. Schaut unbedingt bei ihm vorbei und könnt ihr einen Daumen hoch da lassen oder ein Abo. Oder wenn ich sage, bis zum nächsten Video. Und also ihr könnt ja dann schreiben, wenn es euch gefallen hat. Also, dass ich öfter was mit ihm zusammen machen soll, falls es euch gefällt. Ne? Und ich sage, bis zum nächsten Video und bis dann.